In der letzten Woche ist aus meiner Sicht etwas Entscheidendes passiert, denn die Fed und ihr Chef Jerome Powell haben im Grunde das von den Märkten angenommene Goldilocks-Szenario komplett kaputt geschossen. Also weiche Landung, das haben die Märkte lange angenommen, Soft Landing. Powell auf die Frage, ist das ihr Basisszenario? Nein, ist es nicht. Also er erwartet keine weiche Landung. Zweiter Punkt war, die Zinsen werden sinken, weil die Inflation sinkt. Die Fed hat über die Dotplots klar gemacht, wir wollen die Zinsen lange oben halten, aber das Entscheidende, und darauf haben sich nur wenige fokussiert, aber ich glaube, das ist für die Märkte das Entscheidende. Powell hat gesagt, wir werden die Bilanz weiter reduzieren, selbst wenn wir irgendwann die Zinsen senken. Das heißt, man wird den Märkten Liquidität entziehen. Und jetzt haben wir ein Setup. Im Grunde hat Powell das gesagt, was er im Dezember 2018 gesagt hat, als er von einer Bilanzreduzierung auf Autopilot gesprochen hatte. Die Märkte damals komplett eingebrochen, 20%, aber im Januar schon. Wenig später, zwei Wochen später nach diesem Einbruch hat Powell gesagt, habe ich alles nicht so gemeint, aber damals war die Inflation deutlich niedriger als jetzt. Jetzt kann er das nicht mehr zurücknehmen. Und wir wollen uns dieses Setup anschauen, das schon sehr starke Parallelen hat im oder zu den Situationen vor dem Crash 1987 und 2018. Kurzfristig sind wir überverkauft an den Märkten, sodass eine Erholung jetzt durchaus nicht unwahrscheinlich ist, um eben diese Überverkauftheit abzubauen. Aber das größere Bild wird jetzt immer schwieriger aus meiner Sicht. Hier hatten wir ja dieses extrem hawkische, diese extrem hawkischen Dotplots, 5,1% erwartet die Fed, die Zinsen 2024. Die Märkte haben sich gesagt, naja gut, lass die mal reden. Aber als dann Powell eben sprach, dann ging es nach unten. Und das erinnert, wie gesagt, an 2018. Hier sehen wir nochmal, das war kurz vor Weihnachten 2018. Eigentlich eine super bullische Zeit für die Märkte, saisonal hervorragend. Weihnachtszeit, Jahresende, normal geht es da immer nach oben, weil die Fondsmanager dann nochmal alles einkaufen, was gut gelaufen ist, um zu sagen, siehst du, habe ich auch in meinem Portfolio gehabt. Es ging damals nach der Aussage in dieser eigentlich bullischen Zeit 20% nach unten. Fed on Autopilot, so hat es Powell damals gesagt. Und im Grunde ist das, was Powell letzte Woche gesagt hat, mit der Bilanzreduzierung, selbst wenn wir die Zinsen senken, auch Autopilot. Das sollte man hier bedenken. Deswegen wiederholt sich jetzt das Powell-Drama und wir haben ja noch das Drama 1987. Was war 1987 und was war 2018 vor diesen massiven Einbrüchen der Fall? Wir hatten jeweils die Situation, dass die Renditen gestiegen waren. Klong haben wir jetzt auch. Dass der Dollar stark gestiegen war. Plumps haben wir jetzt auch. Und wir haben dennoch steigende Aktien gesehen, die gestiegen sind, obwohl die Renditen gestiegen sind, obwohl also Geld teurer geworden ist, obwohl es also damit eine immer attraktivere Alternative zu den Aktienmärkten gibt. Das sehen wir hier etwa mal. Erstmal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Komplett ausgebrochen, kann man sehen, wie man will. Wir haben da nochmal einen Backtest gemacht. Hier dieses Ausbruchsniveau, der hat geklappt und dann ging es weiter nach oben. Also wir werden jetzt wahrscheinlich die Zeiten von Nullrenditen, die ja noch kürzlich der Fall waren, die werden wir so schnell nicht wiedersehen. Wir dürfen nicht vergessen, die deutsche Bundesanleihe hatte Anfang 2022, also Anfang letzten Jahres, noch eine negative Rendite. Das heißt, die Leute waren bereit, Deutschland Geld zu leihen, die deutschen Schulden zu finanzieren, um dabei noch eine negative Rendite praktisch zu akzeptieren, kann man sich kaum vorstellen. Die Zeiten scheinen, wie gesagt, vorbei. Wir haben eine strukturelle Inflation, wir haben jetzt diesen Ausbruch. Der Renditengeld wird also teuer bleiben, absehbar. Und wir sehen das, was ich vorhin gesagt hatte, was 1987 und 2018 der Fall war. Die Renditen sind gestiegen. Hier sehen wir die umgekehrte Treasury Yield. Wenn das also nach unten geht, dann steigern da Renditen, diese rote Grafik. Die weiße Grafik ist der Nasdaq, also die Tech-Werte. Und wir sehen, das Ganze hat sich entkoppelt in der Bankenkrise, Regionalbankenkrise im März diesen Jahres. Damals die Fed ja Bilanzsumme wieder ausgeweitet, aber jetzt macht sie das Gegenteil. Letzte Woche die größte Bilanzreduzierung seit dem Jahr 2020, über 70 Milliarden Dollar
in einer Woche. Wir haben also jetzt ein relativ ähnliches Setup und siehe da, letzte Woche, da hat es ein bisschen gerumpelt, etwa Amazon 8% im Minus, Google 5%, Nvidia 5%, Microsoft 5%, Apple hat sich noch ganz gut gehalten. Aber schauen wir uns mal an, wenn wir das Ganze seit Jahresbeginn sehen, dann sehen wir eine Amazon 53% im Plus, Google 47%, Nvidia 184% im Plus, Apple 34%, Microsoft 32%. Also nehmen wir mal an, diese Gewinne würden sich halbieren, also eine Nvidia dann nicht mehr 184% zulegen, sondern 90% um und bei oder 92%, dann wäre das immer noch der Hammer und dennoch wäre das ein massives Downside für die Aktienmärkte, das sollte man nicht vergessen. Und schauen wir uns mal hier diese Geschichte an. Diese sieben größten Aktien sind durchschnittlich jetzt in der Summe 50% im Plus, die 493 anderen Aktien, und das sind ja die keine kleinen Werte, keine kleinen Unternehmen, sondern es sind die 500 größten amerikanischen Konzerne, wenn man so will. Die 493 außerhalb dieser sieben sind mehr oder weniger unverändert. Und Apollo sagt hier, okay, wenn du also jetzt den S&P 500 kaufst, dann kaufst du im Prinzip sieben Firmen, die 34% des Index ausmachen und ein durchschnittliches Price-Earnings-Ratio von 50 haben. Also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50, extrem teuer, kann man nicht anders sagen. Wir sehen hier diese Divergenz und schauen wir uns mal den Restmarkt an. Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt, der vor allem in den USA sehr stark beachtet wird. Sehr, sehr schwache Marktbreite, kaum noch Aktien. Wir sind jetzt hier aus einer solchen Trendlinie rausgefallen. Also wir sehen, die Marktbreite ist immer schwächer geworden. Und so sagt Michael Guyatt, der immer wieder sagt, es kommt ein Kreditereignis. Und ja, es wäre erstaunlich, wenn nicht. Vergessen wir doch mal nicht, dass wir Jahrzehnte fast schon, wir haben über ein Jahrzehnt Nullzinsen gehabt. Die Abschaffung der Zinsen ist die Ursünde, die hier passiert ist. Denn wenn du den Zins abschaffst, dann schaffst du Risikoparameter ab. Du kannst nicht mehr irgendwie eine Kategorie anlegen, was ist riskant, was ist nicht riskant. Dementsprechend ist unfassbar viel Kapital fehlallokiert worden, also in Bereiche gebracht worden, die letztendlich unkonstruktiv sind, die unproduktiv sind, Meme-Aktien, Fehlallokationen in der Wirtschaft und so weiter und so fort. Und das wird sich irgendwann rächen, da kriegst du irgendwann die Rechnung dafür. Dementsprechend wird dieses Kreditereignis kommen und wir sehen, Michael Guyatt sagt hier, History tends to rhyme, also 87 war auch ein Pre-Election Year. Wir haben damals doch ziemlichen Stress gesehen im Finanzsystem, aber das hat sich dann durch das Eingreifen von Greenspan relativ schnell wieder erledigt. Aber interessant ist, dass wir eine 87-prozentige Übereinstimmung haben beim Dow Jones zwischen 1987 und heute. Und Michael Silver zeigt hier seinen Indikator, nämlich den Price Momentum Oscillator, den er sehr stark beachtet. Der hat auf Quartalsbasis, also längere Basis, das erste bearische Crossover seit der 2007 bekommen. Das davor war 2001, also jedes Mal hat es dann ziemlich geknallt. Das, wie gesagt, ist ein übergeordneter Indikator, kein kurzfristiges Timing. Und nein, es muss auch nicht diesmal so kommen, aber wir bekommen eine Menge Warnsignale eigentlich von den Märkten, Marktbreite. Nur wenige Aktien halten das ganze Ding nach oben. Wir haben steigende Renditen, Geld wird immer teurer, dennoch extrem hohe Bewertungen. Wie passt das zusammen? Wie kann das gehen? Wir haben eine Fed, die jetzt klargemacht hat, Game is over, Party is over, denn die Fed will diesen Fed-Put abschaffen. Also dieses Denken der Märkte, du kannst risikolos irgendwie Sachen kaufen, weil die Fed wird dich sowieso ausbailen, wird dich sowieso retten, so wie im Jahr 2020, als man massenweise Liquidität in die Märkte geschickt hat. Don't worry, be happy. Solche Schlagzeilen sehen wir jetzt von der Bank of America. Also sorgt euch nicht, alles ist super. Die Fed erwartet ein Goldilocks-Szenario. No recession, low inflation, positive growth. Das hat sich bei Jerome Powell anders angehört. Auf der anderen Seite, faktisch haben wir bei der zweijährigen Anleiherendite die höchsten Renditen seit 2006. Also Geld war so teuer oder ist so teuer wie seit 2006 nicht mehr. Die Realrenditen, also
abzüglich Inflation sind depositiv, normalerweise nicht gut für die Aktienmärkte. Und wir haben eine so lange invertierte und so tief invertierte Zinskurve wie never ever before, gab es noch nie in der Geschichte. Die Anleihemärkte sagen also, da kommt etwas Großes, da kommt eine fette Rezession. Aber dann lesen wir hier, don't worry, be happy. Das ist interessant, zumal wir jetzt schon mehr Insolvenzen haben in 2023 als 2020 bei Corona. Interessanterweise, also wir sehen, da kracht schon im Gebälk und das spüren die Amerikaner. Es wird ja immer erzählt, wie toll die Wirtschaft läuft in den USA, aber das sehen die Amerikaner aber anders. Im April 21 zum Beispiel, da wurde man gefragt, Views on Economy, und immerhin um und bei die Hälfte haben gesagt, ja, bin ich zufrieden. Jetzt sind nur noch 28% zufrieden, aber 72% unzufrieden, also sehr hohe Unzufriedenheitsquote, das heißt, offenkundig läuft die Wirtschaft nicht so gut, wie wir es aus den offiziellen Zahlen sehen. Wir sehen, dass Trump deutlich jetzt vor Biden führt. Warum? Weil Biden relativ unpopulär ist, 19% minus sein Approval Rating, also die Zustimmungsrate. Und selbst bei den Demokraten sagen knapp 2/3 der Demokratenwähler, also es wäre besser, wenn jemand anders als Joe Biden hier sich hier zur Wahl stellen würde. Also die Unzufriedenheit ist sehr, sehr groß und widerspricht so ein bisschen den nach wie vor scheinbar so schönen Wirtschaftszahlen. Und hier sehen wir mal die unschönen Wirtschaftszahlen, die Leading Indicators, die Frühindikatoren, die darauf hindeuten, dass da etwas kommt. Wir haben, glaube ich, jetzt 16 oder 18 Monate sind wir in Folge negativ, aber die Analysten haben dennoch ihre Gewinnschätzungen nach oben genommen. Und diese Diskrepanz hatten wir auch 2008 kurz vor der Finanzkrise. Gucken wir uns mal das Verhalten der institutionellen Player am Markt an und der Privatanleger. Smart Money Confidence. Wir sehen, dass diese Rallye, die zuletzt jetzt gelaufen ist, seit März, einherging mit abnehmendem Smart Money Confidence. Dieses bleibt also auf niedrigem Niveau. Die Dickfische sind scheinbar nicht so wirklich dabei bei dieser Rallye. Wir sehen hier das Dump Money Confidence, also praktisch das Vertrauen der Privatanleger. Hier sehen wir, die waren massiv dabei bei dieser Rallye, haben offenkundig diese Rallye auch ermöglicht. Jetzt sehen wir, dass das Ganze so ein bisschen sich deutlich abgekühlt hat, aber wir sind noch lange nicht an Levels, wo die komplett resignieren, verzweifeln, sagen, ich will alles raushauen. Das ist also nicht der Fall. Von der Seite her haben wir also durchaus Potenzial, und es wird eine Zeit kommen, wo es Zeit ist, auch die Furcht zu kaufen, also wo alle dann so ängstlich sind, dass man sagt, hey, das ist jetzt ein gutes Chance-Risiko-Setup. Möglich wäre zum Beispiel, dass wir aufgrund der aktuellen Überverkauftheit jetzt nochmal ansteigen, etwa bis zum Niveau 4400, um dann unter die 4000er-Marke wahrscheinlich zu fallen. Wie es dieser Twitter-Kommentar sieht, diese 4300 bis 4325er Zone ist eine wichtige Unterstützung, die könnte halten, sodass wir aufgrund der Überverkauftheit jetzt erstmal zurückschnappen, zumal jetzt wieder sehr viel Short-Positionen unterwegs sind, Hedgefonds, so Short in Einzelaktien wie seit März 2020 nicht mehr, da kann also was gehen. Hier sehen wir mal die saisonale Mustersituation. Am 16. Handelstag des Septembers in einem Vorwahljahr. Ja, jetzt nicht so super bullisch, aber kann schon was kommen. Aber wir haben wieder besorgniserregende Nachrichten aus China. Wir haben einen massiven Abverkauf bei Immobilienaktien in China. Über 6% geht es da nach unten, 6,4% durchschnittlich. Evergrande verliert 25%. Nachdem man es nicht geschafft hat, sozusagen Voraussetzungen zu erfüllen, um neue Schulden machen zu können, neue Anleihen zu emittieren. Das musste man absagen. Die Aktie tankt nach unten. China Yuan Group fällt sogar 76%, nachdem die Aktie auch lange diese Immobilienaktie auch lange vom Handel ausgesetzt war. Wir haben ja nicht nur Evergrande mit dieser Gläubigerschutzgeschichte in New York, sondern noch CNOOC, also das ist die zweite Firma praktisch, die platt ist. Jetzt haben wir China Oceanwide, die Insolvenz in Bermuda anmelden. Also das geht immer weiter, was hier sozusagen da zusammenbricht in China. Und ja, es ist eben diese immense Abhängigkeit Chinas von diesem Immobilienmarkt. 62 Billionen Dollar
Das ist fast das Doppelte dessen, was die Amerikaner an Immobilienbewertungen praktisch auf die Waage bringen. Also das könnte auch ein Punkt sein, der uns in nächster Zeit beschäftigen wird. Beschäftigen wird uns heute der IFO-Index. Mal sehen, ob der sich erholen kann. Wir sehen, das ging ja jetzt 4 Monate in Folge nach unten. Heute will man ja einen Wohnbaugipfel haben, nachdem es in der Bauwirtschaft so stark nach unten gibt. Habeck rückt jetzt plötzlich von strengeren Vorgaben zur Dämmung von Neubauten ab. Vernünftig, denn die sind schon so gut isoliert, dass wenn du da mal einen Tag nicht lüftest, der Sauerstoffgehalt auf null fällt, wenn man so will, stickig wird. Wer in solchen gut isolierten Situationen mal sich aufgehalten hat, der merkt das dann irgendwann. Und zwar unangenehm, und das hat auch langfristige Probleme, aber jenseits dessen. Also das wird heute in Deutschland interessant. Wie gesagt, 10 Uhr der IFO-Index. Wir hatten letzte Woche ja so eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau der deutschen Wirtschaft in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen. Abschließend 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. September-Korrektur. Wiederholt sich das Paul-Drama aus dem Jahr 2018. Sehr super gute Analyse wieder meines Kollegen Wolfgang Müller. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Wir bekommen Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone. In den USA PCE-Inflation, also die Inflation, auf die die Fed besonders achtet, die Aktienmärkte allerdings weniger. Was ist da zu erwarten? Was wird da wichtig? Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, der Goldpreis trotzt bisher den steigenden Renditen und dem steigenden Dollar. Was ist da denn eigentlich los mit dem Gold? Also 3 Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao.